Heute habe ich mal wieder ein Thema rund ums Auto mitgebracht und es geht um ein ganz, ganz leidiges Thema. Die Dieselfahrer, ja, werden es mir nachempfinden können. Das AGR, Abgasrückführungssystem. Auch ich war davon betroffen. Das Lämpchen ging an, ne? Dieses gelbe Motorlämpchen, und im ersten Moment denkst du da, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Ja, und ich habe natürlich diesbezüglich dann auch sehr, sehr viel recherchiert mal und habe gedacht, so das, was ich da so herausgefunden habe oder was euch vielleicht auch helfen könnte, habe ich mal so ein bisschen zusammengetragen und möchte euch das mal mitteilen. Was ist dieses AGR? Was macht es? Kann das weg? Das kann ich schon mal sagen. Ja, das kann weg. Im Zuge des Abgasskandals kann man ganz, ganz klar sagen, es kann weg. Aber ist natürlich auch immer ein Umweltthema dann. Es kann weg. Ich habe im Laufe der Zeit, als ich jetzt dieses AGR-Thema recherchiert habe, habe ich oftmals gesehen, ja, wenn ihr Probleme damit habt, schaltet euer AGR doch einfach aus. Also es gibt mechanische Lösungen, es gibt elektronische Lösungen. Beide Lösungen sind nicht erlaubt, weil zum einen ist das Steuerhinterziehung, zum anderen erlischt die Betriebserlaubnis eures Fahrzeuges. Und von daher habe ich mich dann für den legalen Weg natürlich entschieden und habe dann mal nachgesehen, was kostet so eine Reparatur und lohnt sich das vielleicht selber zu machen? Gibt es andere Alternativen? Und ja, es gibt eine Alternative, und das nennt sich nämlich das Reinigen des AGR-Systems. Aber zunächst erstmal, was ist das AGR? AGR, wie der Name schon sagt, Abgasrückführungssystem. Das heißt, die verbrannten Abgase werden nochmal zurückgeführt in den Verbrennungsraum. Dort werden dann eben halt, oder dadurch bedingt, hat man weniger Schadstoffausstoß. Der Dieselpartikelfilter wird dadurch auch nochmal ein bisschen geschont. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Jetzt haben sich ja einige Automobilhersteller was ganz, ganz Tolles einfallen lassen. Die sind nämlich hergegangen und haben so eine kleine Schummelsoftware in die Fahrzeuge integriert. Und unter anderem war das jetzt auch bei meinem Audi der Fall. Und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, was dort gemacht worden ist. Nämlich, es werden die Abgase, wenn die jetzt nun halt gemessen werden, werden nur im Stand gemessen. Und diese Software hat eben halt dafür gesorgt, dass in dem Moment das Abgasrückführungssystem aktiviert wird, wo eben halt diese Messung durchgeführt wird. Und diese Kontrolleure haben das so nicht gemerkt. Irgendjemand hat es dann mal rausgefunden und es gab dann halt ein Software-Update. Dieses Software-Update war ja Pflicht. Das heißt, jeder Fahrzeugbesitzer, der so ein Dieselfahrzeug besessen hat, musste dann eben in die Werkstatt, wurde in die Werkstatt gerufen und es wurde dann halt eine neue Software eingespielt. So, was macht diese Software denn? Diese Software macht im Grunde genommen, ja, eigentlich nur Theater. Denn seit Einführung dieser Software, viele Dieselfahrer können es bestätigen, gibt es mit dem AGR ständig Probleme. Denn dieses AGR oder diese neue Software in Kombination mit dem AGR macht nämlich Folgendes. Die Temperatur wird gesenkt. Das heißt also, die Abgastemperatur, die wird nochmal gesenkt. Und es wird jetzt anders gesteuert, welches Mischungsverhältnis gibt es. Also frischer Sauerstoff in Verhältnis mit den Abgasen. Und das wird ja dann halt eingespielt. Und dadurch, dass die Temperatur gesenkt wird, der Abgase, verkokst natürlich vieles. Und jetzt gibt es zwei Fahrzeugtypen bei meinem jetzt hier, oder zwei Motortypen bei meinem und zwei AGR-Systemtypen. Nämlich einmal ein System, wie ich herausgefunden habe, da sitzt zum einen das AGR direkt an der Luftzufuhr, an der Sauerstoffzufuhr, an diesem großen Schlauch. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. Ich mache gleich mal die Motorhaube auf. Ich hoffe, das Wetter hält. Und dann gibt es ein System, was teurer ist. Und ja, die goldene Karte habe ich gezogen. Bei mir ist das der Fall. Da sitzt der Kühler direkt an dem Ventil, an dem AGR-Ventil. Und es gibt noch eine AGR-Klappe, die ist dann auf der anderen Seite des Motors. Und wie gesagt, bei einem Motortyp oder bei vielen Motortypen ist eben halt dieses Ventil und die AGR-Klappe hintereinander verbaut. Das heißt, also da ist es viel einfacher, das System zu reinigen, als eben halt bei meinem Fahrzeugtyp. Aber
Auch da gibt es nämlich, ja, da gibt es eine Lösung. Und zwar kann man das AGR reinigen, indem man in den Lufteinlass ein bestimmtes Spray praktisch einsprüht, nämlich ein bestimmtes Reinigungsspray. Und das sorgt dann eben halt dafür, dass dieses Ventil, dieses AGR-Ventil gereinigt wird. Das andere ist eben halt diese AGR-Klappe, die kannst du auch so reinigen, dann baust du das AGR ab. Das habe ich gemacht. Meine Frau bedankt sich heute noch dafür. Ich habe nämlich vergessen, diesen Luftschlauch wieder richtig festzumachen. Und Frau und Tochter fuhren dann halt zum Schwimmen. Die Hinfahrt hat wunderbar funktioniert. Auf der Rückfahrt gab es einen riesen Knall. Sämtliche Motorwarnlampen gingen an und der Motor ging in den Notlauf. Ja, dann rief sie mich ganz panisch an und sagt, was ist denn da passiert? Und das hat einen riesen Knall gegeben. Ich war mir natürlich keine Schuld bewusst, aber ja, ich habe mich erinnert. Ich habe ja daran rumgeschraubt. So, Audi sagte dann halt, da musst du in die Werkstatt und kann sein, dass da der Turbolader hochgegangen ist. Also ganz, ganz wilde Szenarien wurden da gespielt. Und ATU sagte dann, naja, es kann ja sein, dass irgendwo ein Schlauch abgeflogen ist. Ja, und das war auch dann der Fall, nämlich dieser Schlauch hat sich gelöst, da wo ich die Schelle nicht richtig festgeschraubt habe, zeige ich euch gleich auch nochmal. Da gab es dann halt einen riesen Knall und ja, das Ganze flog dann halt ab. So, wie gesagt, durch das Senken der Abgastemperatur ist es halt so, dass das AGR-System eben halt verkokst und dann setzt sich im Prinzip so dieser Luftkühler, also dieser nicht der Kühler vorne, sondern der Kühler, der eben die Abgastemperatur regelt, der setzt sich nach und nach zu und der ist eben halt extremst schwer zu reinigen. Und dieses Teil kostet ohne Einbau ungefähr 450 Euro. Wenn ihr ein universell nehmt, also noch nicht mal das originale Teil von Audi, also je nachdem, was ihr da habt. Und dieser Luftmassenregler, also diese Klappe, diese Luftmassenklappe, das Teil, das kostet so um die 130 Euro. So, ich habe beides, habe ich jetzt gereinigt, eben halt mit dem Spray. Ich habe zum Glück, und das wäre auch ganz sinnvoll, so ein Lesegerät, um den Fehlerspeicher auszulesen, die 04001. Das ist dann eben halt das Zeichen dafür, dass die Klappe gereinigt werden muss oder eben halt das AGR-Ventil. So, es zieht ein bisschen zu. Ich hoffe, ich kann euch das zeigen. Ich werde jetzt mal die Motorhaube aufmachen, werde mal für alle die, die den gleichen Motortyp haben wie ich, werde ich euch mal die entsprechenden Stellen zeigen, wo ihr dann eben halt was schrauben müsst und ja, es fängt an zu regnen, wo ihr was schrauben müsst und wo eben halt was zu reinigen ist. So, jetzt warte ich den Regenschauer, werde ich jetzt mal abwarten und dann mache ich mal die Motorhaube auf. Vielleicht mache ich das auch nachher in der Garage mal gucken und dann zeige ich euch mal, wo ihr reinigen müsst oder wie es am besten geht, um da einige 100 Euro zu sparen, ne? Es gibt auch so die Lösung von Additiven, habe ich gesehen, dass man Additive dann halt mit in den Tank reinfüllt. Habe ich persönlich jetzt nicht ausprobiert. Kann funktionieren, weiß ich nicht. Es gibt verschiedene Foren, wo geschrieben wird, lass den Scheiß sein, das bringt nichts. Es gibt aber auch Foren, wo der eine oder andere schreibt, naja, ich habe es ausprobiert und bei mir hat es funktioniert. Kann natürlich auch Zufall sein. Gut, in diesem Sinne. Ich warte jetzt erstmal den Regenschauer ab, oder beziehungsweise ist auch ein bisschen Schnee mit dabei. Und dann steige ich mal aus, mache mal die Motorhaube auf und dann zeige ich euch, was Sache ist. Natürlich hat das ein bisschen länger gedauert mit dem Regen, aber nicht weiter schlimm. So, Klappe habe ich jetzt schon mal lose gemacht. So sieht also mein Motortyp aus. Und dieser Motortyp als solches ist eben halt Baujahr 2012 verbaut worden, genauso wie ein anderer auch. Gut, also ich fange mal an. Auf dieser Seite befindet sich die Klappe. Ja, das heißt, also, ihr habt hier einen Luftschlauch. Das ist auch der berühmte Schlauch, der da abgeflogen ist. Und um da dran zu kommen, müsst ihr einmal hier die Schraube lösen für den Ölmessstab. Der Ölmessstab wird dann abgemacht. Dann kommt ihr an die Schelle dran. Die könnt ihr dann losdrehen. Dann befinden sich drei Schrauben, nämlich eine hier unten und eine hier, und dann habt ihr praktisch dieses Teil hier, habt ihr dann in der Hand, und da drin ist diese diese Klappe, diese Drosselklappe, und die könnt ihr dann mit einem Reinigungsspray, da gibt es ein spezielles Reinigungsspray für AGR-Systeme, könnt ihr das dann reinigen. So,
Jetzt kommt nämlich der teure Spaß. Auf der anderen Seite, ihr seht schon, da ist so ein Kühlsystem dann halt praktisch dran. Da ist dann das AGR-Ventil. Ne? Dieses Ventil befindet sich hier praktisch im Inneren. Ja, und um da eben halt dran zu kommen, müsste man rein theoretisch jetzt hier dieses komplette Teil abbauen. Dafür müsst ihr den Luftfilter entfernen, Luftschlauch entfernen, dann hier dieses Kühlschlauchsystem, ganz, ganz wichtig und ganz vorsichtig. Also hier ist Flüssigkeit, Kühlflüssigkeit drauf, ne? Mit einem entsprechenden Druck dann auch. Ja, das heißt also, es wäre natürlich immer sinnvoll, praktisch jetzt dieses Ventil reinigen zu können. Und das geht. Und zwar, ich hoffe, dass ich das von hier aus zeigen kann. Schwierig, schwierig, schwierig. Und zwar, also wenn man jetzt diesen Kühler hier nach hinten verfolgt, befindet sich hier ein Rohr. Ganz schwer zu sehen, also hier in der Mitte drin. Dieses Rohr ist praktisch an diesem Kühler dran befestigt. Und wenn man das jetzt nun halt losschraubt, dann kann man von dieser Seite aus mit diesem Spray, da ist also praktisch wie so ein kleiner Strohhalm dran, kann man dieses Spray da reingeben und dann den Motor laufen lassen und dann wird das ebenfalls gereinigt. Ja, also bei mir hat's geholfen, die Lampen sind aus. Ich hoffe, bei euch funktioniert das auch. Wenn nicht, ne, dann ist eben halt dieses Teil hier auszutauschen und das ist eben halt dieser kostspielige Teil an der ganzen Geschichte. Weil ich glaube, Audi braucht dafür so circa 3,5 Stunden. Dieses Teil selber kostet halt richtig Geld. Also mit 700 bis 800 € seid ihr dabei. Und ich denke mal, da ist Audi nicht der Einzige, der da in dieser Hinsicht sehr teuer ist. Deswegen, wenn ihr diese Warnlampe anhabt, konzentriert euch erstmal darauf, weil meistens ist es damit schon getan. Bei mir ging auch schon die Lampe aus, als ich das gereinigt habe. Aber trotzdem bin ich an der anderen Geschichte dann auch nochmal dran gegangen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr seht mich jetzt wieder. Ich glaube, ich war die ganze Zeit nicht zu sehen, ist aber nicht weiter schlimm. Es geht ja hier um den Motor und nicht um meine Visage. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr kriegt es hin. Wenn nicht, ja, bleibt einfach nur der Weg im Prinzip, ja, zur Werkstatt zu fahren. Auch wenn es manchmal teuer ist, aber hilft ja alles nichts, ne? Gut, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen und einfach mal ein paar Hintergrundinformationen zu geben über das AGR-System. Und ich sag mal, bis dann. Ciao.